Eine App. Ein Klick. Cityguide Freiberg. Dein mobiler Stadtführer. Mit deinem Smartphone oder Tablet sofort ans Ziel. Cityguide. Wir zeigen dir deine Stadt. Jetzt kostenlos downloaden im App Store und bei Google Play. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ihres F3-Fernsehens hier aus Freiberg. Heute sind wir zu Gast bei Fotopost, Erbische Straße, Ecke Fischerstraße. Und da dreht sich heute alles rund ums Bild. Aber zunächst die Nachrichten der Woche. Im Jahr 2014 wurde das Graduiertenkolleg ins Leben gerufen, um das Prinzip der Nachhaltigkeit fest in die Lerninhalte und Forschungsthemen an der TU Bergakademie Freiberg zu integrieren und ein zukunftsorientiertes Rohstoffbewusstsein langfristig und übergreifend sicherzustellen. Am Montag, dem 8. Juni, wurde das Karlowitz-Graduiertenkolleg nun offiziell eröffnet. Dazu sprach neben Dr. Dieter Füßlein, Vorstandsvorsitzender der Sächsischen Hans-Karl-von-Karlowitz-Gesellschaft, unter anderem auch Professor Dr. Günter Bachmann, Generalsekretär des Rates für nachhaltige Entwicklung, zum Thema der Nachhaltigkeit. Dazu war jeder Interessierte herzlichst eingeladen in den Senatssaal auf der Akademiestraße, welcher auch gut besucht war. Auch dieses Jahr wird wieder traditionell zum Bergstadtfest die First Lady der Stadt Freiberg gewählt, die Bergstadtkönigin. Seit dem Jahr 2000 wird jährlich zum Anlass des Stadtfestes dieses Amt vergeben und die Kandidatinnen müssen sich durch verschiedene Aufgaben diesen Titel erkämpfen. Seit dem 3. Mai konkurrieren jetzt schon 3 Damen um die Krone. Doch wer sind diese 3 Frauen, von denen eine bald unsere Stadt repräsentiert? Mit der Startnummer 1 tritt Nicole Sonntag an, die 2 hat Kimberly Schäfer und Nummer 3 ging an Carla Mantau. Diese 3 mussten sich auch diesen Mittwoch mal wieder beweisen, während einer Fragerunde zu unserer Stadt Freiberg. Am 25. Juni wird dann auf der Bühne am Obermarkt bekannt gegeben, wer es geschafft hat und zur 16. Bergstadtkönigin gekrönt wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Anke Krause. Ich bin die Vorsitzende des Gewerbevereins Freiberg und als solche besonders interessiert an der Entwicklung der Freiberger Innenstadt. Deshalb hat es mich gefreut, dass Andrea Gerlach als unabhängige Kandidatin an den Start gegangen ist, um ihre Kraft für Freiberg zu geben. Bitte engagieren Sie sich auch im zweiten Wahlgang mit Ihrer Stimme für Andrea Gerlach. Dankeschön. Liebe Freibergerinnen und Freiberger, zuerst möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Zustimmung und für Ihre Stimmen. Ihre breite Zustimmung hat mich wirklich sehr berührt. Und ja, ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Und ich biete Ihnen nochmal meine Stimme an als Alternative für die beiden Bürgermeister und die Parteien dieser Stadt. Und ich werde meine ganze Kraft dafür einsetzen, dass Freiberg weiterhin eine gute Entwicklung nimmt. Bitte gehen Sie am 21. Juni zur Stichwahl und geben Sie Ihre Stimme für mich. Eine App, ein Klick. Cityguide Freiberg, dein mobiler Stadtführer. Mit deinem Smartphone oder Tablet sofort ans Ziel.
City Guide. Wir zeigen dir deine Stadt. Jetzt kostenlos downloaden im App Store und bei Google Play. 2015 feiert die TU Bergakademie ihr 250-jähriges Gründungsjubiläum. Aus diesem Anlass präsentiert sich die Universität bei einer Jubiläumsnacht der Wissenschaft und Wirtschaft am 20. Juni von 18 bis 24 Uhr in der Freiberger Innenstadt. 6 Wissenschaftsmeilen der Fakultäten mit über 100 Präsentationen, zahlreichen Experimenten, Vorführungen und Vorträgen, Programmen auf 4 Bühnen, einer Fotoausstellung zur Boschi-Aktion, eine Mütze geht um die Welt, eine Jubiläumsmedaille, die für die Besucher auf dem Festgelände geprägt wird, sind nur einige der Highlights des umfangreichen Programms. Um alle Angebote in der Innenstadt und auf dem DBI-Gelände bequem zu erreichen, bieten wir einen kostenlosen Bus-Shuttle zwischen den Veranstaltungsorten an. Wo vereinen sich Natur und Wohnen harmonisch und individuell? In Bockendorf bei Natur und Wohnen. Vom Bettenfachgeschäft zum raffinierten Wohlfühlhaus hat Natur und Wohnen ein klares Konzept. Massivholzmöbel. Denn Mutter Natur ist der beste Designer. Willkommen in den neuen emotionalen Welten des natürlichen Wohnens. Willkommen bei Natur und Wohnen in Bockendorf. Natürlicher Lifestyle und individuelles Wohnen. Nie mehr ein leerer Kühlschrank bei Partys. Wir liefern auf Kommission. Edeka Erne Schlange. Immer eine Idee besser. Kennen Sie das? So gern Sie auch lossurfen möchten, es tut sich einfach nichts. Dann wird es höchste Zeit für unsere superschnelle Zweierkombi. Highspeed-Internet mit bis zu 150 Megabit. Und eine super günstige Telefonflatrate. Das alles schon ab 19,99 im Monat. Bestellen Sie jetzt unsere Doppelflat unter www.telecolumbus.de oder in Ihrem Tele-Columbus-Shop. Tele-Columbus. Stellen Sie sich doch mal folgende Frage. Wie gut höre ich? Und wie gut verstehe ich? Sicherlich wundern Sie sich über die Fragen. Doch dass man Sprache hört, heißt nicht, dass man diese auch versteht. Denn durch einen Hörverlust kann das Verstehen schnell beeinträchtigt sein. Wenn Sie genau wissen wollen, wie gut Sie noch verstehen, dann besuchen Sie uns in unseren Pro-Optik-Hörzentren in Brand-Erbisdorf und Freiberg. Steigern Sie Ihre Lebensqualität mit Hörsystemen vom Pro-Optik-Hörzentrum. Die Versorgung gibt es zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und beginnt bereits ab Nulltarif. Sie tragen schon Hörgeräte? Dann nutzen Sie auch die Möglichkeit, Ihre Geräte zu optimieren. Durch modernste Technik sind wir in der Lage, Ihre Hörsysteme sehr präzise einzustellen. Oder machen Sie von unserem Batterieangebot Gebrauch. 6 Hörgerätebatterien für nur 99 Cent. Hören ist Lebensqualität. Wir kümmern uns darum. Ihr Team vom Pro-Optik Hörzentrum. Autolackierfachbetrieb Lohse, eine Adresse für hochwertige und umweltfreundliche Auto- und Industrielackierungen, Design- und Effektlackierungen, perfekten Service sowie erstklassige Beratung vom Fachmann. Wir helfen im Schadensfall mit fachlicher Kompetenz und Qualität. Speziell für Individualisten bieten wir neue Gestaltungsmöglichkeiten für Fahrzeug- und Motorradteile. Neugierig geworden? Dann kommen Sie zu uns ins Industriegebiet Nord, Brand-Erbisdorf. Besuchen Sie die einmalige Erlebnislandschaft Strakos Erlebniswelt. Die Kombination aus Erlebnisverkauf von original erzgebirgischer Holzkunst und sonstigen Geschenkartikeln für Groß und Klein, abgerundet durch eine gastliche Bewirtung auf dem Galerierestaurant und einen Besuch in der Schauwerkstatt, ist der Anziehungspunkt für alle Generationen. Besuchen Sie die Strakos Erlebniswelt. Erlebniseinkauf, Schauwerkstatt, Galerierestaurant, Catering, Feiern aller Art. Im Winter wie im Sommer immer ein besonderes Erlebnis. Die Förderung von Kindern bedeutet nicht ihnen nachhelfen,
sondern Förderung bedeutet sie voranbringen. Das IBK bietet in Freiberg für Kinder und Jugendliche Förderprogramme an, die helfen, allgemeine Lern- und Leistungsschwierigkeiten in Deutsch, Mathematik sowie den Fremdsprachen zu bewältigen, die speziell für Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwäche und Rechenschwäche konzipiert sind und die eine Verbesserung von Konzentration, Ausdauer und die Selbstständigkeit beim Lernen fördern. Wir sind Ihr Ansprechpartner bei Lern- und Leistungsproblemen in der Schule. IBK Rinnengasse 2 in Freiberg. Ja, liebe Zuschauer, wir sind heute wieder zu Gast bei Fotopost, Erbische Straße, Ecke Fischerstraße. Und neben mir, der Herr Dietrich, ist heute schon ganz gespannt. Wir wollen heute mal aktuelle Themen aufgreifen. Wir wollen mal Themen aufgreifen, die man auch ein bisschen durch das Fernsehen, durch die Werbung kennt. Und wollen mal so ein bisschen drüber reden, was braucht man oder was braucht Mann oder Frau nicht unbedingt. Okay. Ja? Wir fangen einfach mal mit was an, das haben Sie so schon so schön vorbereitet. Viele reden ja davon, ein Selfie machen. Der ein oder andere weiß sofort, was ich meine, denn das ist ja das, was in aller Munde ist. Manch einer wird vielleicht so ein bisschen noch überlegen, Selfie, habe ich schon mal was von gehört? Geben Sie mal so ein bisschen die Info und vor allen Dingen, was es da so Neues auf dem Markt gibt, was man unbedingt dazu braucht. Ja, wir befinden uns ja jetzt im Zeitalter von Social Media, wie man das so schön sagt, also Facebook, Twitter, Co. und was es da noch alles gibt. Und mehr oder weniger fühlt sich doch jeder gezwungen, sofort der Welt kundzutun, was er gerade macht, wo er sich gerade befindet, ob es ihm gut geht oder nicht, ob er Hunger hat oder müde ist. Und dazu gehören natürlich auch entsprechende Bilder. Und diese Bilder nennt man Selfies. Das sind also Aufnahmen, auf denen ich selber drauf bin. Nun ist es aber so, dass in manchen Situationen der Arm einfach zu kurz ist. Na, ich kriege dann also nicht das drauf, was ich haben will, also den Hintergrund zum Beispiel noch. Und für diesen Zweck gibt es den sogenannten Selfie-Stick. Ich habe hier mal einen da. So sieht das Teil aus. Na, hier oben ist eine Halterung, universell, wo ich mein Handy reinklemmen kann. Das können wir gleich mal machen. Also wir demonstrieren das jetzt quasi, ja, das mal. Machen wir jetzt gleich, aber richtig, sowas von live. So. Dann habe ich natürlich vorher noch so eine kleine App installiert hier. Also das brauche ich als Grundbedingung, die App? Das muss sein, ja, genau. Also einfach so mit der Kamera, ja, das funktioniert? Ich könnte jetzt auch den Selbstauslöser der Kamera nutzen, aber ist natürlich viel einfacher. Ich habe da einen kleinen Auslöser, sowas zum Beispiel noch, in der Tasche. Na, ich starte jetzt diese App, dann kann ich mein Handy so weit ausfahren, wie ich möchte. Und Sie sehen, wir sind wunderbar beide im Bild. Der Hintergrund, wir wollen unbedingt auf Facebook, schön zu sehen. Und jetzt löse ich einfach aus. Zack, das war's. Und wenn ich will, kann ich dieses Bild gleich bei Facebook hochladen und die Welt weiß, was ich mache. Ist ja jetzt gerade ideal für die Urlaubszeit. Das heißt, wenn ich hinter mir den Dom drauf haben möchte, den Platz drauf haben möchte, das Meer, das habe ich dann alles mit dazu und kann meiner Familie sofort schicken, wo ich bin und wie es mir geht. Ganz genau so ist es. Praktisch. Sehr, sehr praktisch. Das ersetzt quasi die Postkarte heutzutage. Aber absolut. Okay. So, das heißt, die Variante kann man, wie weit kann ich das denn überhaupt ausfahren? Gibt es da so ein bisschen eine gewisse Länge? Naja, das Teil hier, das sind schon so circa 1,5 Meter, die ich ausfahren kann. Mhm. Ja, so. Und dann geht mir auch kein einziges Detail des Hintergrunds verloren. Das heißt, ich kann das auch so einstellen, wie ich möchte? Mhm. Kann es einfach wieder so kompakt zusammenschieben und passe in jede Handtasche rein? Das hier speziell ist für die Handtasche sicherlich ein bisschen zu groß, aber wir haben auch Modelle da, die in die Handtasche passen. Kein Problem. Sie kennen die Damenhandtaschen heutzutage nicht. Okay. So, das ist natürlich was, wo ich sage, das sollte es jeder für sich entscheiden, brauche ich oder brauche ich nicht. Aber für unterwegs oder jetzt gerade für diese Variante, wie Sie sagt, mit den Selfies, ist es eigentlich ein Must-Have, oder? Für diese Geschichte ist es ein zwingendes Must-Have. Okay, wir haben natürlich jetzt noch was anderes Tolles vorbereitet. Das heißt, nicht nur mit der Kamera gibt es was ich mit dem Handy nutzen kann, sondern es gibt ja auch noch eine andere Variante, was man mit der Kamera nutzen kann. Sie haben vorhin so eine schöne Sache uns mal gezeigt, wenn ich einen seltenen Vogel zum Beispiel fotografieren will, den ich sonst nicht auf die Linse bekomme, wenn ich daneben stehe, gibt es ja auch noch so einen kleinen Trick, der neu ist. Ja, es ist so, dass die Hersteller dazu übergehen, bestimmte Kameramodelle mit wunderschönen zusätzlichen Ausstattungen zu versehen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, mit meinem Smartphone eine Kamera fernzubedienen.
beziehungsweise auch die Bilder von der Kamera gleich auf mein Smartphone kabellos übertragen zu können. Das würde ich jetzt mal kurz demonstrieren, wenn wir jetzt an dieser Stelle einen kleinen Schnitt machen könnten. Schaffen wir. So, das heißt, jetzt haben wir die Kamera installiert. Die steht jetzt quasi dort, wo sie auch stehen soll. Und die gewisse Person, das gewisse Exemplar, was ich aufnehmen möchte, ohne dass es das mitbekommt, dann ins Visier nimmt. Und die Kamera ist das, was ich jetzt brauche. Wie geht's weiter? Also, ich habe hier mal eine wunderschöne Kamera von Olympus installiert auf einem Stativ. Habe mir die App auf mein Smartphone geladen. Und wie Sie sehen, habe ich jetzt das Live-Bild der Kamera auf dem Display meines Smartphones. Wenn ich will, könnte ich jetzt hier sogar, da das Modell das zulässt, die Blende verändern. Ich könnte die Empfindlichkeit verändern. Ich kann zoomen, wenn ich will, oder ich löse einfach nur aus. So einfach ist es. Das ersetzt mir die Fernbedienung zum einen. Ja, ich kann also kabellos meine Kamera fernbedienen. Zum anderen habe ich natürlich auch gleich das Bild auf meinem Smartphone. Und wenn ich will, gehe ich jetzt hier auf das Symbol Teilen. Und dann fragt mich das Handy, wie ich es teilen möchte. Per Bluetooth oder per Facebook oder per Google oder WhatsApp. Und ich kann das Bild sofort versenden. Eine tolle Geschichte, wie ich finde, weil ich brauche keine zusätzliche Fernbedienung für meine Kamera, sondern kann das alles mit meinem Smartphone regeln. Also ist ja praktisch. Vor allen Dingen fällt ja eigentlich so ein bisschen das Zusatzgehör dann weg. So ist es, genau. Ich finde das ausgesprochen praktisch. Wir haben vor kurzem mal einen kleinen Test gemacht. Wir haben im Hof einen Vogel, der dort in der Mauer brütet, und der ist extrem scheu. Und ich habe dort ein Stativ aufgebaut, eine Kamera montiert und habe mich dann in den Laden gestellt und so lange gewartet, bis der Vogel an seinem Nest war und konnte, ohne dass er verängstigt war, ganz tolle Aufnahmen von diesem Tier machen. Man muss aber dazu sagen, man sollte trotzdem die ganze Zeit am Handy bleiben oder die Kamera, also den Moment, den man dann aufnehmen möchte, den muss man natürlich dann auch übers Handy erfassen. Ja, das ist schon richtig, natürlich. Auf den Moment muss ich warten, wie an der Kamera auch. Richtig. Also ein bisschen Geduld brauche ich. Ein bisschen Geduld muss sein, keine Frage. Ist auf alle Fälle eine tolle Erfindung. Das heißt, die zwei Sachen, die wir jetzt vorgestellt haben, sind ja eigentlich heutzutage gar nicht mehr wegzudenken. Also ich denke, dass solche Extra-Ausstattungen schon sehr wichtig sind. Die erleichtern in vielen Fällen die Bedienung der Kamera und machen es natürlich auch möglich, diese Bilder ruckzuck zu teilen. Ist es jetzt eigentlich altersabhängig, dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt so ein bisschen die Zielgruppe 15 bis, oder ist das eigentlich Open End heutzutage offen? Ich würde das überhaupt nicht altersabhängig machen. Denken Sie an die Werbung mit der Oma. Ja, genau, tolle Fernsehwerbung mit der Oma. Genau. Nee, aber ist ja eine schöne Sache, wo man sagen kann, dann kann man ja selbst, wenn man auch ein bisschen älter ist, so mit dem Handy sich einfach mal ein bisschen austestet, das Ganze nutzen. Und wenn man sich dann einmal eingefuchst hat, ist das eine tolle Sache. So ist es. Es ist einfach zu handeln. Die Installation dieser App ist völlig simpel. Und das macht dann richtig Spaß. Man entdeckt die Kamera neu. Ja? Und wer das schöne Bild von dem Vogel mal sehen will, der kann ja bei Ihnen auf Facebook mal draufgehen und kann das Ganze mal sehen, wie Sie das aufgenommen haben. Gerne. Auf Facebook finden Sie den kompletten Ablauf als Bilder. Vielen Dank erstmal. Ja, liebe Zuschauer, vom Selfie hin zur Oberbürgermeisterwahl. Letztes Wochenende waren die Wahlvorgänge zum neuen Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin in Freiberg. Ja, zum einen ist natürlich keiner an die 50%-Marke herangekommen. Das bedeutet, am 21. Juni ist noch ein Wahlvorgang und dort wird dann die Entscheidung stattfinden. Aber mal eine kurze Information, damit Sie wissen, wie es denn ausgegangen ist. Finanzbürgermeister Sven Krüger lag mit 41,7% vor Baubürgermeister Holger Reuter, der 33,2% der Stimmen erhielt. Andrea Gerlach kam mit 11,4% auf den dritten Platz, 7,4% erhielt Marcel Dönicke und 6,2% der Stimmen bekam Werner Helfen. Jetzt ist natürlich auch der große Aufruf, denn es waren noch nicht einmal 50% Wahlbeteiligte dabei. Also nehmen Sie sich Ihren Wahlzettel, gehen Sie am 21. nochmal wählen, denn es geht ja um unseren neuen Oberbürgermeister oder unsere neue Oberbürgermeisterin. Und das, denke ich, sollte auch jeden wichtig sein und jeden ansprechen. Bereits gewählt wurde der neue mittelsächsische Landrat. Der Landkreis Mittelsachsen bleibt in CDU-Führung. Mit einer Zweidrittelmehrheit gewann Matthias Damm am vergangenen Wochenende die Wahl zum Landrat in Mittelsachsen. Noch ist er der Oberbürgermeister der Stadt Mittweida. Doch schon bald übernimmt er das Amt seines Vorgängers Volker Uhlig.
Herr Dern, wie lange sind Sie jetzt noch im Amt des Oberbürgermeisters? Es sind also jetzt Wahlprüfungsfristen noch einzuhalten und noch gewisse Übergangszeiten. Und es wird so sein, dass ich bis Ende Juli, Anfang August hier noch im Amt bin. Und dann wird es den nahtlosen Übergang geben. Und dann ab August werde ich dann in Freiberg sein. Welchen Aufgaben stellen Sie sich jetzt als Landrat zukünftig? Ja, das ist ja ein Riesenkreis. Der ist ja von der Fläche her so groß wie das Saarland. Das ist ein eigenes Bundesland. Also da gibt es schon eine Menge zu tun. Für mich ist besonders wichtig, dass wir die finanzielle Stabilität, die wir bisher im Landkreis haben, beibehalten, dass Gestaltungsspielräume erhalten bleiben. Wirtschaftsförderung ist ein ganz wichtiger Punkt. Arbeitsplätze sind wichtig, Arbeit schafft Wohlstand. Und das ist also ganz oben drauf auf meiner Liste. Straßenbau ist unwahrscheinlich wichtig. Wir haben 700 Kilometer Straßen, Kreisstraßen. Und wenn wir die bisherigen Finanzzuweisungen so weiter erhalten, dann brauchen wir ungefähr 50 Jahre, bis wir da mal durch sind mit allen Straßen. Also das ist einfach ein Unding, das geht so gar nicht. Und dann natürlich auch Erhalt der ländlichen Räume. Es ist ganz wichtig, 2/3 unserer Bürger wohnen im ländlichen Raum. Und wir müssen alle Voraussetzungen schaffen, dass sich die Bürger hier wohlfühlen und dass es auch hier gut weitergeht. Und das sind so die wesentlichen Punkte. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Das ist mir auch alles nochmal so richtig deutlich geworden beim Wahlprogramm und Ähnliches. Wir haben das ja als CDU vor einem Jahr schon beschlossen, das Wahlprogramm, die Zukunft des Landkreises Mittelsachsen. Also Soziales, Senioren und vieles andere mehr. Also es ist eine wahnsinnige Palette an Aufgaben, die da hier dranhängt. Was möchten Sie denn anders machen als Ihr Vorgänger? Da fällt mir spontan überhaupt nichts ein, denn ich denke, Volker Ulich hat eigentlich, ja, das kann man sagen, fast alles richtig gemacht. Aber ich sage, er hat alles richtig gemacht. Zu dem einen oder anderen gab es bestimmt mal eine andere Auffassung, sodass es jetzt für mich auch keinen Grund gibt, hier irgendetwas grundsätzlich in Frage zu stellen. Jeder hat natürlich seinen eigenen Arbeitsstil, das ist ganz klar. Und das wird sich auch dann zeigen, wo es da doch die eine oder andere Veränderung geben wird. Aber ansonsten will ich eigentlich die bewährte und bodenständige Politik, die bisher gemacht wurde, fortsetzen. Und das ist schon Herausforderung, Aufgabe genug. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Anke Krause. Ich bin die Vorsitzende des Gewerbevereins Freiberg und als solche besonders interessiert an der Entwicklung der Freiberger Innenstadt. Deshalb hat es mich gefreut, dass Andrea Gerlach als unabhängige Kandidatin an den Start gegangen ist, um ihre Kraft für Freiberg zu geben. Bitte engagieren Sie sich auch im zweiten Wahlgang mit Ihrer Stimme für Andrea Gerlach. Dankeschön. Liebe Freibergerinnen und Freiberger, zuerst möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Zustimmung und für Ihre Stimmen. Ihre breite Zustimmung hat mich wirklich sehr berührt. Und ja, ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Und ich biete Ihnen nochmal meine Stimme an als Alternative für die beiden Bürgermeister und die Parteien dieser Stadt. Und ich werde meine ganze Kraft dafür einsetzen, dass Freiberg weiterhin eine gute Entwicklung nimmt. Bitte gehen Sie am 21. Juni zur Stichwahl und geben Sie Ihre Stimme für mich. Ja, liebe Zuschauer, jetzt geht es mal rund um das Thema Lesen, Kamera und das Internet. Wir fangen einfach mal an, dass es ja von Fotopost auch ein Magazin gibt, was monatlich auf den Markt kommt, beziehungsweise was man hier bei Fotopost erwerben kann. Und was natürlich auch, erwerben ist falsch ausgedrückt. Das heißt, man bekommt es bei Ihnen als gratis Mitnahmeheftchen, beziehungsweise kann man sich das bei Ihnen auch auf der Facebook-Seite anschauen, aber darauf wollen wir später eingehen. Erklären Sie mal den Zuschauern kurz, was es damit auf sich hat. Wir haben seit geraumer Zeit unser eigenes Fotomagazin, das Fotopost-Magazin. Ein Magazin, das sehr allgemein gehalten ist. Mhm. Sprich, es werden in diesem Magazin Neuheiten aus dem Bereich der Technik vorgestellt. Es werden Techniktipps gegeben. Man sieht tolle Bilder in diesem Magazin. Und es gibt jeden Monat in diesem Magazin auch eine kleine Fotoschule, immer zu einem anderen Thema, zum Beispiel Makrofotografie, Thema Porträt,
gute Bilder auf Reisen oder sowas. Ne? Also das ist schon eine ganz, ganz tolle Geschichte. Dieses Magazin gibt es gratis, in kleiner Stückzahl in Papierform bei uns im Geschäft. Aber wir stellen das natürlich als Link auch online zur Verfügung, wo man es also komplett lesen kann. Auf unserer Facebook-Seite findet man diesen Link jeden Monat und natürlich auch auf unserer Webseite. Und dort kann man ganz in Ruhe in diesem Magazin stöbern, sich Anregungen holen oder einfach die Fotoschule besuchen. Gute Idee, ne? Ich habe gerade jetzt hier den Mai zwar noch vorliegen, aber da gibt es 30 Tipps für gute Urlaubsbilder. Sie haben den Juni, ne? Der Juli kommt ja noch, soweit sind wir ja noch nicht ganz so. Also, liebe Zuschauer, ideal. Und weil wir es jetzt gerade angesprochen haben, Facebook. Facebook ist auch ganz wichtig, ist heutzutage ja auch nicht mehr wegzudenken, ist ja fast jeder bei Facebook mit dabei. Dort sind quasi die ganzen aktuellen Sachen mit drin. Einerseits das zum Runterladen. Sie erzählen einfach selber mal den Zuschauern ein bisschen was dazu. Genau, also wir sind auch auf Facebook vertreten. Man findet uns dort unter Fotopost Freiberg, Foto mit PH geschrieben. Und auf unserer Seite wollen wir in lockeren Abständen ganz einfach über Neuheiten aus unserem Geschäft oder Neuheiten aus der Fotografie informieren, was ist passiert, kleine Tipps geben oder eben auch unser Magazin zur Verfügung stellen, kostenlos. Also einfach immer mal mit auf die Webseite gehen oder auf Facebook gehen, da ist man quasi immer up to date. Richtig, also besuchen Sie einfach unsere Facebook-Seite, vielleicht werden wir dort auch Freunde. Naja, immerhin. Das heißt, man bekommt ja dann auch jedes Mal die Neuigkeiten zugesendet. Ist ja gar nicht so schlecht. Richtig, genau so ist es. Ja. Vielen Dank erstmal für den Einblick und liebe Zuschauer, wie gesagt, Mai-Juni-Ausgabe sind noch hier im Laden. Gibt es noch einzelne Exemplare, bevor wir jetzt groß Werbung machen? Ja, wir haben schon noch ein paar Exemplare da. Also wer möchte, kann die gerne bei uns holen. Vielen Dank erstmal, Herr Dietrich. Und liebe Zuschauer, Sie haben es mitbekommen, ein paar von den Heftchen sind quasi hier noch abholbar, anschaubar. Also nichts wie auf zu Fotopost und sich das Ganze mitnehmen. Ja, wir gehen jetzt mal kurz vom Foto hin zur Blutspende. Ist ein großer Spagat, aber das sollte man natürlich auch erwähnen. Am 14. Juni ist Weltblutspendetag. Ja, und der ein oder andere wird sicherlich regelmäßig mal zu uns ins Kreiskrankenhaus gehen oder vielleicht mal den ein oder anderen Trakt besuchen, der hier immer mal in Freiberg ist. Bis zu 2 Millionen Menschen spenden regelmäßig Blut in Deutschland. Ja, und das ist natürlich auch ganz wichtig, denn die Blutkonserven werden auch immer für Notfälle benötigt. Vielen Menschen konnten mit den Spenden geholfen werden. Und deshalb freut sich natürlich auch das Kreiskrankenhaus Freiberg über jeden Spender, der regelmäßig wiederkommt. Beziehungsweise vielleicht sind Sie ja auch mal am Überlegen, vorbeizugehen. Dann machen Sie das doch mal, informieren Sie sich direkt vor Ort. Es ist ein kleiner Stich für jeden, aber eine große Hilfe für alle. Blutspenden. Denn Blutspenden schmerzt nicht und kann Leben retten. Bei der Blutspende werden 500 ml Blut entnommen. Der Mindestabstand zwischen 2 Blutspenden beträgt 8 Wochen. So lange dauert es, bis sich die roten Blutkörperchen wieder vollständig nachgebildet haben. Männer dürfen pro Jahr 6-mal, Frauen nur 4-mal spenden. Das liegt daran, dass Männer ein höheres Gesamtblutvolumen haben als Frauen, nämlich etwa 5 Liter. Nur etwa 5 bis 8 Minuten dauert eine Blutspende. Hinzu kommen das Ausfüllen des Fragebogens, die Bestimmung des Blutfarbstoffes, die ärztliche Untersuchung und der anschließende Imbiss. Also insgesamt etwa 30 Minuten bei Dauerspendern und 45 Minuten bei Neuspendern. Spenden kann jeder gesunde Mensch im Alter von 18 bis 68 Jahren. Über die Zulassung zur Spende entscheidet der jeweilige zuständige Arzt vor Ort. Bestimmte schwere Krankheiten wie Tumorerkrankungen, Herzleiden und Infektionskrankheiten schließen eine Spende aus. Aber auch bei Einnahme von Medikamenten ist eine Spende möglich, zum Beispiel bei Einnahme von Blutdrucktabletten. Neuere Untersuchungen haben ergeben, dass sich die regelmäßige Blutspende positiv auf einen leicht erhöhten Blutdruck auswirkt. Nach Reisen in bestimmte Länder gibt es Sperrfristen, ebenso nach bestimmten Impfungen. Wenn gespendet werden möchte, sollte der Spender nie nüchtern zur Blutspende kommen. Das heißt, man soll ganz normal frühstücken oder auch Mittag essen, aber keine sehr fettreichen Mahlzeiten und keinen Alkohol. Tabletten können ganz normal wie immer eingenommen werden, jedoch keine Schmerztabletten vor der Spende. Nach der Spende ist es wichtig, ausreichend zu trinken. Am besten die 500 ml gespendete Flüssigkeit wieder ersetzen. Blutspenden bedeutet auch eine Gesundheitskontrolle. Auf Wunsch können Blutzucker und Cholesterinwerte bestimmt werden. Bei Neuspendern erfolgt die Bestimmung eines Blutbildes. Außerdem erhält jeder Spender einen Nothilfepass mit seiner Blutgruppe.
Auch wenn heute Lebewesen geklont werden können und die DNA entschlüsselt ist, Blut zu reproduzieren ist nicht möglich. Blutkonserven können nicht künstlich hergestellt werden, sondern nur durch eine Blutspende von Menschen gewonnen werden. Die Spenden werden benötigt, um akute und chronische Blutungen zu stillen bei Operationen, aber auch bei Unfällen und schweren inneren Erkrankungen. Die Gefahr, infiziertes Blut zu bekommen, ist nahezu ausgeschlossen, denn niemand kommt direkt mit dem Blut in Berührung, außer der Spender und der Empfänger. Maschinell wird die Blutgruppe der Spenden ermittelt. Ebenfalls übernehmen Maschinen die Tests auf Krankheiten und die Trennung von Plasma und Blut. Für Operationen wird vorrangig das Blut ohne Plasma benötigt. Eine rote Blutkonserve, das sogenannte Erythrozytenkonzentrat, hat nur eine Haltbarkeit von 35 Tagen. Dies ist bedingt durch die Überlebenszeit der roten Blutzellen. Das Plasma ist bis zu 2 Jahren haltbar, wenn es bei minus 60 Grad gefroren gelagert wird. Und dennoch ist Blutspenden zu jeder Jahreszeit wichtig, denn Blutkonserven werden jeden Tag gebraucht. Im Freiberger Krankenhaus werden pro Woche etwa 100 bis 120 rote Blutkonserven benötigt. Diese Menge kann das Haus bis auf seltene Ausnahmen selbst versorgen. Die Spender geben also ihr Blut ausschließlich für Patienten des Freiberger Krankenhauses, also auch für ihre eigenen Angehörigen, Freunde und Nachbarn. Auch Eigenblutspenden vor einer geplanten Operation sind im Krankenhaus möglich. Das ist aber nur möglich bei feststehenden OP-Terminen und etwa abzuschätzendem Blutbedarf von mindestens 10%. Die Blutabnahme erfolgt dabei etwa 4 Wochen vor der Operation. Die häufigste Indikation zur Eigenblutspende sind orthopädische Operationen wie Hüft- und Kniegelenksendoprothesen. Es gibt 8 verschiedene Blutgruppen, die alle vorgehalten werden müssen. Es ist also wichtig, regelmäßig Blutspender zu haben, die die Versorgung sicherstellen. Gerade im Sommer ist es aber besonders schwierig, da durch die Ferienzeit nicht immer alle da sind. Außerdem sind nach Reisen ins Ausland Sperrfristen zu beachten. Wer spenden möchte, kann dies im Kreiskrankenhaus Montag von 13 bis 19 Uhr, Dienstag von 7 bis 10 Uhr und Mittwochs sind die Damen der Blutspende bei Außenterminen in Brand-Erbersdorf, Groß-Schirmer, Siebenlehn, Niederbobritsch, Hetzdorf sowie in Betrieben und Ämtern der Stadt Freiberg unterwegs. Herr Dittrich, wir wollen jetzt einfach mal so ein bisschen zu den klassischen Sachen kommen, die Sie natürlich genauso mit abdecken, die auch wichtig sind. Das heißt, Passbilder brauche ich ja sowieso immer, wenn ich einen Ausweis haben möchte. Das nehmen wir dann auch gleich mal in Angriff, wenn meiner ist abgelaufen. Und dann gibt es natürlich auch Bewerbungsbilder. Was gibt es denn noch so ein bisschen im Angebot, was Sie für Jung und Alt anbieten? Also wir haben hier im Geschäft auch ein Fotostudio, in dem wir die klassische Fotografie abdecken, sprich Hochzeit, Baby, Familie. Können wir fotografieren. Wir gehen auch raus zum Fotografieren, natürlich ist klar, wenn jemand Außenaufnahmen haben möchte, alles gar kein Problem, das gehört dazu. Selbstverständlich auch Passbilder, Passbilder nach den neuen Standards, nach den neuen Regeln, die werden hier bei uns gemacht, sogenannte biometrische Bilder, die jetzt für alle Papiere verlangt werden und natürlich auch Bewerbungsbilder. So, und damit die Leute auch mal sehen, dass ich auch mal nie lächeln kann, probieren wir das bei den Passbildern einfach mal aus, oder? Sie dürfen durchaus lächeln. Man darf es nur nicht übertreiben. Das ist das Wichtige. Genau. Okay, also ja, keine Zähne zeigen. Spielen wir das doch einfach praktisch mal durch. Wir brauchen von der Aufnahme bis zum fertigen Bild maximal 6-7 Minuten. Ja, liebe Zuschauer, und während ich mich jetzt mal vor die Kamera setze für die Passbilder, wollen wir Ihnen natürlich jetzt mal noch ein paar Tipps geben, denn die schönste Zeit des Jahres steht bevor. Der ein oder andere ist schon quasi auf den gepackten Koffern, will los. Aber was man natürlich bei der Reiseapotheke und ringsherum beachten sollte, das zeigen wir Ihnen in der Zwischenzeit. Alles Künstler und Meister. Genau. Hallo, schönen guten Tag. Darf ich Sie heute wieder begrüßen in der Pluspunkt-Apotheke Friedeburg. Wir wollen heute über Reisende, Vorbereitungen und Tipps für unterwegs sprechen. Kommen Sie doch mit.
Ja, also egal, wo Sie hinreisen in diesem Jahr, in diesem Sommer, es soll ja wunderschön werden, ob Sie in die Berge fahren oder ob Sie eine Safari in Afrika machen oder ob Sie in die Tropen oder Subtropen fliegen, es ist immer doch eine gewisse Reisevorbereitung nötig. Wenn Sie weiter wegfliegen für die Impfungen, für die Malaria-Prophylaxe, berät Sie normalerweise Ihr Reisebüro. Wir haben aber auch die Möglichkeit, dass Sie bei uns nachfragen können, für welches Land welche Impfungen zwingend erforderlich sind, welche ratsam sind und welcher Malariaschutz erforderlich ist. Es gibt ja unterschiedliche Tabletten. Wo immer Sie hinreisen, ist eine Reise, eine kleine Reiseapotheke erforderlich. Es wäre ganz gut, wenn Sie eine kleine Tüte, eine Aluminiumtasche, die ein bisschen hitzebeständig ist, Ihre Medikamente einpacken könnten. Zuerst kommen die individuellen Medikamente rein, also Ihre vom Arzt verschriebenen Medikamente. Dann würde ich in jedem Fall dazu raten, eine Schmerz- und Fiebertablette mitzunehmen, also eine Packung Schmerz- und Fiebertablette. Ich würde Ihnen auf alle Fälle etwas empfehlen gegen Erbrechen und Durchfall. Pflaster, Verbandstoffe und eine kleine Tube Heilsalbe für kleine Verletzungen und eben auch ein bisschen desinfiziert, falls Sie unterwegs sich verletzen, dass sich das nicht entzünden kann. Ganz wichtig ist auch der Insekten- und Zeckenschutz für die Reise. Da empfehle ich Ihnen, gibt es unterschiedliche für Europa, gibt es Zecken- und Insektenschutz und auch für die Tropen. Es gibt den Unterschied zwischen Haut- und Kleidungssprays. In jedem Fall würde ich Ihnen Kleidungsspray empfehlen. Wenn Sie abends nach Hause kommen, egal ob Sie wandern waren oder ob Sie unterwegs waren, sonst wo, schauen Sie beim Partner bei sich selbst den Körper ab. Denn eine Zecke kann erst ihre Keime nach 24 Stunden nach dem Biss in die Haut, in das Fleisch abgeben. Vorher passiert da nichts. Das heißt, wenn Sie abends noch die Zecke entfernen, können Sie keine FSME oder keine Borreliose erkranken, so sagt man jedenfalls. Ja? Wichtig ist noch, dass Sie nach dem Insektenstich auch was dabei haben, wo Sie nach dem Biss drauf machen können oder nach dem Stich. Da gibt es was mit Cortison, es gibt ein Spray, es gibt einen Coolstick. Informieren Sie sich einfach bei uns. Ebenfalls wichtig ist auch der Sonnenschutz. Sonnenschutz für Kinder sollte immer hoch sein. Dort haben Sie die Auswahl zwischen einem chemischen Sonnenschutz und einem mineralischen Sonnenschutz. Sie sollten daran denken, jeder Hautsonnenbrand, den Sie haben, vergisst Ihre Haut nie. Es gibt ja leider den Spruch, erst krebsrot, dann krebstot. Denken Sie daran. Nehmen Sie es nicht auf die leichte Schulter. Spaßen Sie nicht damit. Es ist wirklich nicht ungefährlich. Kennen Sie den Begriff Montezumas Rache? Das heißt, Sie sind irgendwo unterwegs und Sie kommen von der Toilette nicht mehr runter, weil Sie eine völlig andere Ernährung, sagen wir, Sie sind in Dubai oder der Körper kann, heißt für den Körper heißt das eine völlig andere Ernährung, heißt auch eine völlig andere Verdauung. Und oft treten dann Irritationen auf, dass man sagt, ja, also die Busreise heute, den Tagesausflug muss ich absacken, weil ich komme einfach nicht mehr von der Toilette runter. Das heißt, wichtig, wirklich wichtig ist das Mittel gegen Durchfall schnell, effektiv, sodass Ihr Urlaub nicht zu sehr eingeschränkt wird durch die Ernährungsumstellung. Wichtig ist auch, wenn Sie jetzt zum Beispiel im Nahen oder im Fernen Osten sind, denken Sie daran. Die Amerikaner und Engländer sagen, cook it, boil it or leave it. Das heißt, koche es ab, Wasser, oder lass es einfach sein. Also nichts Rohes, bitte. Es sei denn, Sie sind natürlich in einem Hotel mit einem europäischen Standard, dann ist das nicht so ernst zu nehmen. Aber wenn Sie wirklich weiter weg sind und Sie wissen nicht sicher, ob Ihr Wasser sauber ist, dann putzen Sie sich auch nicht damit die Zähne, ohne vorher eine Mikropur-Tablette reinzuwerfen, sodass das Wasser auch desinfiziert ist zum Zähneputzen. Sonst lernen Sie Montezumas Rache kennen und eventuell sehr, sehr unangenehm. So, ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Reise. Kommen Sie gut durch den Sommer. Ich freue mich, wenn Sie heil und gesund wieder zurück in Freiberg sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Herr Dietrich, jetzt haben wir ja schon fast alles angesprochen, aber das wichtige Thema, was Ihnen noch so ein bisschen auf dem Herzen liegt, ist das Thema Fernglas. Gehört im Urlaub mit dazu, gehört natürlich auch so ein bisschen für den Hobbybeobachter dazu. Ich gehe jetzt mal davon aus, gerade so ein paar Tiere im Wald zu beobachten. Aber es ist natürlich nicht gleich Fernglas. Das heißt, ich habe vorhin mal beobachtet, von der Größe gibt es Unterschiede, vom Preis gibt es Unterschiede und entsprechend bestimmt auch von der Ausstattung. Das ist richtig. Ferngläser sind für alle Naturliebhaber oder
Outdoor-Enthusiasten eigentlich eine Ausstattung, die nicht fehlen darf. Und da gibt es riesige Unterschiede zwischen Ferngläsern. Also es gibt kleine Taschenferngläser, die ich also bequem beim Wandern mitnehmen kann, ohne dass da großartig zusätzliches Gewicht noch auf mich zukommt. Es gibt Ferngläser für Natur- oder Tierbeobachtung bis hin zu Jagdgläsern. Und aber die Ausstattung der Ferngläser ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Also sprich Gehäuse, Robustheit. Es gibt Ferngläser mit Stickstofffüllung, die also nicht beschlagen können, egal ob ich da vom Eiskalten ins Warme gehe. Natürlich ist das Hauptunterschiedsmerkmal der Ferngläser die Güte der Optik. Je besser vergütet die Optik ist, je hochwertiger, desto teurer ist natürlich auch das Glas. Das ist richtig. Wir arbeiten da seit langer Zeit mit der Firma Steiner zusammen. Steiner, ein deutsches Traditionsunternehmen. Ich glaube sogar das einzige Unternehmen, das noch komplett in Deutschland diese Ferngläser produziert. Im letzten Jahr durfte ich mir mal das Werk in Bayreuth anschauen, wo die Ferngläser zusammengebaut werden und auch mal begutachten, wie die Optiken geschliffen werden. Und das muss ich sagen, das hat mich absolut beeindruckt. Also das ist schon Manufaktur, das ist absolut höchste Präzision und das garantiert natürlich auch, dass diese Ferngläser bis an den äußersten Rand absolut scharf sind, dass die Farbtreue stimmt bei diesen Ferngläsern und nicht umsonst gibt es bei vielen Modellen bis zu 30 Jahren Garantie. So lang? So lang, richtig, ja. Ja, ich komme jetzt gerade mal so, weil wir vorhin beim Sommer waren. Das heißt, wenn ich beim Konzert ganz hinten stehe, beziehungsweise wenn ich bei meinem nächsten Fußballspiel die Spieler auch mal ein bisschen von nah ansehen will, wäre es natürlich auch ratsam, sowas dabei zu haben, oder? Ja, natürlich. Selbst da ist es ein nützliches Hilfsmittel, nicht nur bei Naturbeobachtungen. Ne? Sie haben natürlich auch Möglichkeiten, dass man sich darüber belesen kann. Jetzt ist mal wieder meine Frage, Fachzeitschrift und Facebook oder wo kann ich mich informieren oder am besten wirklich mal persönlich vorbeikommen? Also wir haben ein sehr großes Sortiment an Ferngläsern da. Sie können die einzelnen Modelle in die Hand nehmen, Sie können durchschauen, Sie können die miteinander vergleichen und so einen Eindruck von der Qualität und der Güte gewinnen. Wir haben die aktuellen Prospekte da, die Sie auch gerne mitnehmen können und wir beraten Sie natürlich jederzeit gern. Okay, das heißt quasi für denjenigen, der Neueinsteiger ist und noch gar nicht weiß, wo er hin will, ist es natürlich ratsam. Ist es auf alle Fälle ratsam, mal so ein Fernglas in die Hand zu nehmen, mal durchzuschauen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und wie gesagt, bei dem großen Sortiment, das wir haben, ist es auch gar kein Problem, mal Ferngläser miteinander zu vergleichen. Okay, vielen Dank erstmal, Herr Dietrich. Ja, liebe Zuschauer, jetzt geht es mal um den Strom. Und zwar mit einem Stromspeicher für den privaten Hausverbrauch. Möchte eine Dresdner Firma revolutionieren und was sie da alles vorhat, beziehungsweise um was es da geht, das zeigen wir Ihnen im nächsten Beitrag. Voller Stolz präsentiert Unternehmenschef Detlef Neuhaus seine neue Komplettlösung für den privaten Häuslebauer. Mit Glas-Glas-Solarmodul, Energiemanager und MyReserve, der neu entwickelten Batterie, möchte der größte sächsische Solarkonzern durchstarten. MyReserve ist ein Heimspeicher, wenn man so will. Wenn man es ganz, ganz, ganz einfach ausdrücken will, ist es nichts anderes als eine Batterie. Ist natürlich deutlich mehr mit einer Steuereinheit und etwas komplizierter. Was bringt es? Ist es relativ einfach. Sie können selbst erzeugte Energie durch zum Beispiel eine Solaranlage in den Speicher zwischenspeichern und dann verbrauchen, wenn Ihnen die regenerative Energie, also zum Beispiel die Solaranlage, keine Energie liefert, wenn die Sonne halt eben gar nicht mehr scheint, nachts zum Beispiel, können Sie diese doch selbst erzeugte Energie wieder nutzen. 9.000 Euro soll das Komplettpaket, also Solarpanel, Energiemanager und Speicher, insgesamt kosten. Bereits nach 10 Jahren habe sich diese Investition wieder rentiert. Ein normaler 4-Personen-Haushalt in Deutschland, der verbraucht irgendwas so zwischen 3.500 und 4.500 Kilowattstunden. Und wenn man jetzt noch gar kein dezentrales Energiesystem hat, dann muss man sich ja den Strom aus dem Netz besorgen. Und da zahlen wir mal im Durchschnitt in Deutschland um die 30 Cent. Das heißt, ich würde als normaler 4-Personen-Haushalt irgendwas so 1.500 Euro an Energiekosten ausgeben. Wenn ich jetzt unser Energiesystem dagegen setze, dann gebe ich eben nicht mehr diese 1.500 pro Jahr aus, sondern irgendwas ca. 1.200, 1.300. Und das System hat aber entsprechende Garantielaufzeiten und so weiter, sodass ich so ein System mindestens 15 Jahre wirtschaftlich betreiben kann. Entwickelt in Dresden und made in Germany, damit möchte sich SolarWatt von Mitbewerbern wie beispielsweise Tesla, aber auch der internationalen Konkurrenz abheben. Es ist eben halt komplett einsetzbar mit jedem Wechselrichter. Das ist nach unserem Wissen mit keinem anderen Produkt der Fall. Es wiegt keine 80 Kilo. Das ist nach unserem Wissen weniger als halb so schwer als andere Produkte. Es lässt sich viel einfacher installieren.
installieren, nicht in ein, zwei Tagen und auch nicht in einem halben Tag und auch nicht in drei Stunden, nicht in zwei Stunden, sondern sind in weniger als einer Stunde damit fertig. 1993 wurde das sächsische Unternehmen gegründet. Ein Insolvenzverfahren vor 2 Jahren machte seine Zukunft ungewiss. Jetzt möchte es die Revolution im Solarspeichermarkt einleiten. Wir haben im Zuge des Niedergangs der Solarindustrie hier sehr stark Kosten reduzieren müssen. Hatten wie gesagt 2012 die eigenverwaltete Insolvenz, sind von 700 Mitarbeitern auf zwischenzeitlich fast 150 Mitarbeiter runtergegangen, haben sehr stark an den Kosten gearbeitet, haben aber gleichzeitig auch sehr viel Geld in die Entwicklung neuer Produkte, insbesondere hier auch in das MyReserve gesteckt und haben in dem Zusammenhang, denke ich, ein zukunftsweisendes Produkt entwickeln können, mit dem uns ein bisschen die Quadratur des Kreises eigentlich gelungen ist. 15% Marktanteil und ein gesundes Wachstum hat sich das Unternehmen für das kommende Jahr zum Ziel gesetzt. Auf der Intersolar in München, der weltweit führenden Fachmesse für Solarwirtschaft, möchten die Entwickler die Dresdner Innovation erstmalig auch dem Fachpublikum präsentieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Anke Krause. Ich bin die Vorsitzende des Gewerbevereins Freiberg und als solche besonders interessiert an der Entwicklung der Freiberger Innenstadt. Deshalb hat es mich gefreut, dass Andrea Gerlach als unabhängige Kandidatin an den Start gegangen ist, um ihre Kraft für Freiberg zu geben. Bitte engagieren Sie sich auch im zweiten Wahlgang mit Ihrer Stimme für Andrea Gerlach. Dankeschön. Liebe Freibergerinnen und Freiberger, zuerst möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Zustimmung und für Ihre Stimmen. Ihre breite Zustimmung hat mich wirklich sehr berührt. Und ja, ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Und ich biete Ihnen nochmal meine Stimme an als Alternative für die beiden Bürgermeister und die Parteien dieser Stadt. Und ich werde meine ganze Kraft dafür einsetzen, dass Freiberg weiterhin eine gute Entwicklung nimmt. Bitte gehen Sie am 21. Juni zur Stichwahl und geben Sie Ihre Stimme für mich. Herr Dietrich, wo wir hergekommen sind, war natürlich Baustelle vor der Tür, um die Tür. Das heißt, es ist alles ein bisschen Engpass, Autos kommen nicht durch und die Passanten sind natürlich auch alle ein bisschen beengt, euch hier so ein bisschen zum Kuscheln. Merken Sie davon so ein bisschen was, dass Sie sagen, okay, es ist einfach jetzt weniger Andrang oder die Leute laufen eher schneller vorbei oder das Gegenteil? Wie nehmen Sie das denn auf? Ja, natürlich ist so eine Baustelle in jedem Fall eine Behinderung. Aber man muss natürlich dazu auch sagen, es ist das letzte Stück hier in der Innenstadt, das noch nicht gemacht wurde. Und wir freuen uns eigentlich alle drauf, dass es dann fertig ist. So wie die Firma Adam jetzt arbeitet, hoffe ich, dass es vielleicht noch vor Oktober fertig wird, denn die Jungs sind verdammt schnell. Ein großes Lob übrigens mal an die Bauleute da draußen. Es gibt für alle, auch für meine Kollegen hier, Behinderungen, keine Frage. Aber sagen wir, die Firma sorgt schon dafür, dass jeder mehr oder weniger gut erreichbar ist. Meine Kollegen in der Innenstadt, dort wo in den letzten Jahren saniert wurde, mussten da alle durch und wir kommen da auch durch, kein Problem. Was natürlich so ein bisschen ein Schmunzler ist, wer bei Ihnen am Schaufenster vorbeigelaufen ist, der hat natürlich den Horst schon entdeckt. Horst arbeitet jetzt nicht unbedingt bei der Firma Adam, aber das ist natürlich mal so eine schöne Sache, wo man sagt, so ein bisschen mal schmunzeln, wie so eine Baustelle aussehen könnte, oder? Genau, also mit Beginn der Baustelle haben wir uns gedacht, machen wir mal ein Fenster zu diesem Thema und haben ganz speziell eins unserer Schaufenster zum Thema Baustelle dekoriert. Und als Blickfang haben wir uns Hilfe geholt, das ist der Horst. Und das kann man ja mal kurz anschauen. Es ist im Augenzwinkern gemeint, denn ich muss das nochmal sagen, die Firma Adam arbeitet dort ganz anders, als es hier auf dem Bild dargestellt ist. Also so ein bisschen Satire-Comic, ne? Wie wir es vorhin schon so gesagt hatten. Das ist nicht das Originalbild, wie viele vielleicht manchmal denken, um das wiederzuerkennen, wie es auf der Straße aussieht. Aber man könnte, wenn man jetzt so einen Gag hat, wenn jetzt einer Bauherr ist oder man jemandem eine Freude machen will, hat man die Möglichkeit, das von Ihnen auch zu bekommen? Nee, das Bild haben wir nicht da. Da muss ich leider passen. Das haben wir nur einmal in unserem Fenster hängen. Und klar ist das Satire. Das ist mit Augenzwinkern gemeint. Und ja, kommt aber lustig an bei den Leuten. Die kommen rein und sagen, tolles Bild und gefällt uns. Und ja, schön. Und das erleichtert die Sache dann doch ein bisschen. Oder macht es etwas einfacher, diese Behinderung zu ertragen. So.
wird dann quasi später meistbietend versteigert. Ja, vielleicht. Nee, also damit wollen wir quasi den Zuschauern nochmal so ein bisschen das Ganze Geduld mitbringen. Und vor allen Dingen, es soll ja danach auch wirklich richtig schön werden. Wir sehen es ja, was vom Schlossplatz hoch zu ist, ist ja alles auch wie Allee geworden. Wissen Sie schon ungefähr, wie es hier angedacht ist, damit man mal so einen kleinen, den Leuten so einen Einblick gibt, wie es dann später mal hier aussehen soll? Also wir sind davon überzeugt, dass es hier hinterher wunderschön wird, auf diesem letzten Teilstück, das hier noch fehlt in der Innenstadt. Wir werden breite Fußwege haben. Die Straße ist dann nur noch in eine Richtung befahrbar. Das heißt, die Fahrbahn wird auch schmaler. Es werden Bäume gepflanzt. Die Cafés oder auch Gaststätten, die es hier gibt, können auch nach draußen ihre Stühle stellen. Stühle stellen zum Beispiel. Tische stellen. Tische gehören auch dazu, richtig. Oder auch draußen verkaufen. Und es wird aber trotzdem Parkplätze geben, was wir ganz, ganz wichtig finden in dieser Straße. Und ja, wir sind schon gespannt, wie es dann aussieht, wenn es fertig ist. Aber ich denke, ganz, ganz toll. Wir danken erstmal, ja, liebe Zuschauer. Und Fotopost ist trotz der Baustelle vor der Türe natürlich weiterhin gut zu erreichen. Und jetzt gibt es für Sie auch mal wieder ein paar Tipps von unseren Anwälten aus der Waisenhausstraße. Herzlich willkommen zu unserem Ratgeber Recht und diesmal möchten wir uns um das Thema Mindestlohn kümmern und das in mehreren Folgen, aber dazu später mehr. Heute beginnen wir einfach mal mit einem fröhlichen Hallo erstmal zu einem ernsten Thema eigentlich. Ja, was bedeutet denn MILOG, also der Mindestlohn? Das Mindestlohngesetz heißt ja richtig. Ja, also der Mindestlohn ist die Vergütung, die ein Arbeitgeber in Deutschland für einen Arbeitnehmer mindestens zu zahlen hat. Dies ist in dem Gesetz, was der Herr Herrmann schon sagt, in dem Mindestlohngesetz sanktioniert worden. Und das Nichtzahlen dieses Mindestlohnes ist eine Straftat und wird als solches auch geahndet. Gilt denn der Mindestlohn in allen europäischen Ländern, also im EU-Bereich? Nein. Das Mindestlohngesetz gilt nur für Deutschland. Ich möchte aber an dieser Stelle auch mal erklären, dass bereits in 21 von 28 Mitgliedstaaten der EU schon ein Mindestlohn eingeführt wurde. Es gibt also nur noch wenige Ausnahmen. Und das sind Dänemark, Finnland, Österreich, Zypern und Schweden. In diesen Ländern gelten aber überwiegend tarifliche Löhne, sodass auch dort ein bestimmtes Lohnniveau festgelegt ist. Wie hoch ist denn der Mindestlohn in Deutschland jetzt? In Deutschland beträgt der Mindestlohn 8,50 Euro brutto je Arbeitsstunde. Nun habe ich ja im Vorfeld auch mit vielen schon gesprochen, Mindestlohn hin, her. Das Problem des Mindestlohns ist ja eigentlich, dass Ungelernte 8,50 Euro netto bekommen und Gelernte 8,50 Euro brutto. Ist es richtig so im Mindestlohn festgelegt? Nein, der Mindestlohn beträgt immer 8,50 Euro brutto. Das ist natürlich in Betrieben, man kann sagen, in vielen Betrieben jetzt zu einer gewissen Lohnungerechtigkeit kommt, das ist mir bekannt. Und das eigentliche Problem insbesondere der kleinen Betriebe ist, dass ja das Lohnniveau jetzt wieder durchgestuft werden muss, aufgestockt werden muss, weil, wie Sie schon richtig sagen, ein Facharbeiter sicherlich unzufrieden sein wird, wenn er 8,50 Euro bekommt und bestimmte Hilfstätigkeiten im Betrieb auch mit 8,50 Euro entlohnt werden. Also das wird wohl gerade in kleinen Betrieben noch Schwierigkeiten geben. Seit wann gilt denn der Mindestlohn und gibt es da eigentlich eine Begrenzung oder ist er unendlich gültig? Der Mindestlohn gilt bei uns in Deutschland seit dem 01.01.2015 und nach dem Mindestlohngesetz werden sich die Gewerkschaften und die im Gesetz vorgesehene Arbeitsgruppe erstmals im Jahr 2016 wieder zusammensetzen, um zu beschließen, ab welchem Zeitpunkt welcher neue Mindestlohn gelten wird oder ab dieser Mindestlohn noch fortbesteht. Für wen, also für welche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt denn der Mindestlohn? Der Mindestlohn gilt nach dem Mindestlohngesetz erst einmal grundsätzlich für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber in diesem Gesetz sind auch Ausnahmen vorbehalten. Gilt denn der Mindestlohn dann auch für Heimarbeiter? Nein, für Heimarbeiter gilt das Mindestlohngesetz nicht, weil diese als arbeitnehmerähnliche Personen gelten.
Ehrenamt wird ja manchmal auch bezahlt. Geht es dort? Mindestlohn erhalten nach dem Gesetz Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Ehrenamtliche sind keine Arbeitnehmer. Diese bekommen für ihre Tätigkeit maximal eine sogenannte Aufwandspauschale. Und Schüler, dürfen die sich auf den Mindestlohn freuen in den Ferien? Bei Schülern müssen wir wieder unterscheiden. Ich würde mal sagen, ja. Wenn die Schüler das 18. Lebensjahr vollendet haben und über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen, erhalten auch sie einen Mindestlohn. Viele Senioren verdienen sich ja noch einen kleinen Euro dazu. Gilt das auch für die? Ja. Auch Rentner können, wenn sie einen richtigen Arbeitsvertrag haben und als Arbeitnehmer gelten, den Mindestlohn erhalten. Gilt das auch für einen Eurojobber? Nein. Ein Eurojobber sind sogenannte Teilnehmer an Maßnahmen der Arbeitsförderung. Und diese sind ausdrücklich vom Mindestlohngesetz ausgeschlossen. Sie erhalten Leistungen nach dem SGB III oder SGB II. Nun gibt es jedem Gesetz natürlich Ausnahmen. Welche gibt es denn in dem Bereich für Arbeitgeber? Das Mindestlohngesetz schließt die Arbeitgeber aus, für die bestimmte Entgelte festgesetzt sind in allgemeinverbindlichen Tarifverträgen. Also es zählen nicht alle tariflichen Regelungen dazu, sondern nur die allgemeinverbindlich erklärt wurden. Und es gibt hier Ausnahmen in Bereichen, zum Beispiel im Friseurhandwerk, im Bereich Land- und Forstwirtschaft, im Gartenbau, in den Wäschereidienstleistungen und in der Fleischwirtschaft. Ausnahmen gelten auch für Leiharbeitnehmer, die nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz vergütet werden. Also grundsätzlich kann man sagen, die Bedeutung des MILOGs für Arbeitgeber ist, wo weisen Sie da genau drauf hin nochmal? Ja, der Mindestlohn ist nicht verzichtbar. Sie können und dürfen also mit Ihrem Arbeitgeber keine Vereinbarung darüber treffen, dass Sie auf einen bestimmten Anteil des Lohnes verzichten. Auch wenn in Ihrem Arbeitsvertrag bestimmte Regelungen aufgenommen sind über eine Verwirkung, wir kennen das, nach Tarifverträgen steht, Ansprüche sind verwirkt, wenn sie nicht in einer bestimmten Zeit, 3 Monate müssen es mindestens sein, verwirkt sind. Das gilt hier nicht. Der Mindestlohn unterfällt nur der Verjährung und diese beträgt 3 Jahre. Okay, dann danke ich Ihnen fürs Erste. Und das ist das, wovon ich am Anfang sprach. An dieser Stelle ist unser Ratgeber für diesmal zu Ende. Und zwar geht das nächste Mal weiter zum Thema Arbeitszeitkonten und das alles im Rahmen von MILOG. Inga Lindström, Collection 18, 3 romantische Liebesgeschichten auf 3 DVDs. Diese DVDs können Sie gewinnen. Schreiben Sie uns eine E-Mail bis 15. Juni an gewinnspiel@f3-freiberg.de. Am 27. Juni und am 28. Juni 2015 ist es wieder soweit. Zwischen einem Blumenmeer und den romantischen Ruinen des Klosterparks Alzella laden allerlei grüne und künstlerische Anbieter zum Flanieren, Informieren, Kaufen und Seele baumeln lassen ein. Genießen auch Sie das einmalige Ambiente von ehrwürdiger Geschichte, romantischer Landschaft und vielfältigen Angeboten mit grünem Daumen. Musikfreunde sollten sich jetzt schon den 28. Juni 17.30 Uhr fest einplanen. Am Sonntagnachmittag zum Bergstadtfest spielt das größte Volksorchester bereits zum 4. Mal das Steigerlied und jeder soll mitmachen. Werden Sie selbst Teil des Orchesters, alle Instrumente sind erlaubt, ruft das Amt auch in diesem Jahr wieder alle Experimentierfreudigen auf, sich an dieser einzigartigen Aktion zu beteiligen. Ziel ist es, so viele Mitspieler wie möglich zu gewinnen. Die Voraussetzung zur Teilnahme ist lediglich das Mitbringen eines selbstgewählten Klanghörers. Alles ist erlaubt. Für das verrückteste Instrument gibt es sogar einen Preis und eine Urkunde. Das Kinopolis wird wieder mit seinem Promostand auf dem 30. Bergstadtfest am Fortunabrunnen vertreten sein. Triff Sean das Schaf live vom 26. bis 28. Juni. Sean informiert die Besucher über die Benefizvorstellung seines Films am 5. Juli im Kinopolis Freiberg. Der Eintritt beträgt nur 2 Euro.
Diese Einnahmen werden zu 100% für die Erdbebenopfer in Nepal über die Schülerfirma Namaste Nepal gespendet. Man sollte es also auf keinen Fall verpassen, am Kinopolis-Stand vorbeizuschauen und sich mit Sean fotografieren zu lassen. Am 22.06. wird es in Vorbereitung zum Bergstadtfest einen sportlichen Höhepunkt in Freiberg geben. Um 18.30 Uhr spielt die Nationalmannschaft Sachsen Ü40 gegen die Promi-Auswahl der Stadt Freiberg. Zum Spiel gibt es noch ein tolles Rahmenprogramm. Vorverkauf für das Spiel ist bereits am 20.06. zum letzten Heimspiel des BSC gegen Bischofswerda. Das Schloss Versailles soll der Stolz Frankreichs sein. Mit Gärten von unvergleichlicher, einmaliger Schönheit. Es soll der Himmel auf Erden sein. Was ist eure Philosophie? Philosophie? Über die Natur? Nun, sie ist mein Leben. Dieses Durcheinander? Das ist euer Paradies? Es ist meine Suche danach. Ihr gewährt neue Ideen bei der Gestaltung der Gärten. Wieso? Willkommen in Versailles. Diese Frau, ist sie der Aufgabe gewachsen? Sie ist sehr geschickt in dem, was sie tut. Warum ich? Ich habe euch beobachtet. Ihr habt mich neugierig gemacht. Ich bin an den Hof des Königs eingeladen. Seht ihr, wie euch alle anschauen? Gebt mir auf der Stelle einen Kuss oder ich bin zu Tode beleidigt. Ich bin doch ganz unbedeutend. Was könnte an mir interessant sein? Ihr habt etwas an euch, das alle verzaubert. Zeigt uns eure Brüste. Sind sie hübsch? Wollt ihr meine sehen? Was macht eine Dame von solcher Eleganz in der Gesellschaft von diesem Mann? Ich habe schon immer das Ausgefallene bewundert. Das mag ich an mir. Oh, Madame, bitte bringt mich zum Schweigen. Eure Majestät? Ein zarter, ehrlicher Duft, wo manch andere Rose zu verblassen scheint und verblüht. Dieses Schicksal erwartet alle Rosenhoheit. Gehen wir ein paar Schritte. Eure Gattin begleitet sie euch nie? Nein. Sie ist sehr beschäftigt. Und sehr unabhängig. Gibt es jemanden, den ihr liebt? Er ist der vollkommenste Mensch, den ich kenne. Ihr seid wunderschön. Wollt ihr mir schmeicheln? Soll ich nicht? Ihr wart bei dieser Frau, einer Gärtnerin. Ich bin auch ein Gärtner, Madame. Ich bitte euch. Wir könnten hier alles überschwemmen. Tut es. Mag uns die Natur auch noch so grausam behandeln. Uns bleibt immer noch unser Wille. Geduld, Fürsorge und bedingungslose Hingabe. Das ist unsere ganze Hoffnung. Ja, liebe Zuschauer, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Wir hoffen, wir konnten Ihnen richtig schönen Einblick geben. Sie sind auf den Urlaub vorbereitet, so wie ich auch. Perfekte Kamera. Und jetzt weiß ich, wie ich meine Selfies im Urlaub machen kann und auf Facebook alles einstellen. Ich wünsche Ihnen ein paar sonnige Wochen und ich melde mich später aus dem Urlaub zurück. Tschüss.